Diese Sendung wird präsentiert von Neobet. Pro musst du sein. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Jackpot.de, das kostenlose Online-Casino ohne Echtgeld. Bei Red Bull braucht man wahrscheinlich bald das hier, ein rotes Absperrband. Oder vielleicht noch das, wie man es von den Baustellen her kennt, das abgeriegelt werden muss. So viel ist in den letzten 4 Wochen bei Red Bull passiert. Und es scheint so, als würde diese ganze Affäre um Christian Horner in eine neue Eskalationsstufe gehen. Und zwar geht es in diesem konkreten Fall nicht so sehr um Horner, auch wenn er einen sehr großen Anteil daran haben könnte. Aber es geht vornehmlich um ihn hier, um den Star-Designer von Red Bull, um Adrian Newey. Wir wissen, Newey, der hat viel für das Team in den letzten Jahren getan, ist einer der, die dafür verantwortlich waren und auch nach wie vor sind, dass Red Bull so erfolgreich ist. Doch das könnte sich womöglich bald ändern und dann braucht Red Bull wirklich dieses rote Absperrband, denn dann muss abgeriegelt werden. Denn wie Auto, Motor und Sport berichtet, soll Christian Horner tatsächlich Adrian Newey des Teams verbannen wollen. Und das Ganze mit einer möglichst fadenscheinigen Begründung. Die Einzelheiten dazu jetzt bei uns in der Sendung. Ja, es ist halt mächtig was los bei Red Bull und ich kann mich da eigentlich immer nur wiederholen, das was abseits der Strecke passiert, da ist jeden Tag immer irgendwie etwas los, aber das würden wir uns gerne auch mal auf der Rennstrecke wünschen und das haben wir zumindest mal in den ersten beiden Rennen der Formel 1 Saison 2024 noch nicht gesehen. Aber was wir gesehen haben in den ersten beiden Rennen, dass Red Bull wieder richtig auf Kurs legt. Red Bull könnte sowohl die Fahrermeisterschaft, den Fahrertitel, als eben auch den Konstrukteurstitel ein weiteres Mal verteidigen. Und das wäre vor allem für Max Verstappen der 4. Titel nacheinander und einer, der wirklich einen ganz großen Anteil daran hat, das ist der Star-Designer von Red Bull, Adrian Newey. Und ausgerechnet er hier, der wirklich einen doch ziemlich großen Stellenwert im Team haben sollte oder vielmehr müsste, soll kurz vor dem Aus bei Red Bull stehen. Tatsächlich wohl wahr. Und es dreht sich nach wie vor alles um Christian Horner, um die seit 4 Wochen anhaltende und noch immer ungelöste Affäre rund um den Teamchef. Könnte es jetzt tatsächlich so weit kommen, dass er, also Christian Horner, Adrian Newey im wahrsten Sinne des Wortes vor die Tür setzt? Wenn wir da noch mal ein bisschen zurückgehen an das Wochenende in Saudi-Arabien, da gab es ja, nennen wir es mal, eine etwas kuriose Pressekonferenz am vergangenen Donnerstag nach den beiden freien Trainings. Und man sah einen Christian Horner, der so ein bisschen verzweifelt versucht hatte, der Öffentlichkeit glaubhaft zu machen, dass die Stimmung im Team alles andere als schlecht ist. Das hatte er im Übrigen auch nochmal bekräftigt nach dem Rennen am Samstag gegenüber Sky Sports und sagt eben auch, das Ganze wird von außen schlechter geredet, als es in Wahrheit der Fall sein soll. Doch gerade wenn man sich mal die letzten 4 Wochen anschaut, rund um diese ganze Affäre um Christian Horner, dann muss man, glaube ich, schon festhalten, dass diese Aussagen von Horner, dass die Stimmung im Team nicht so schlecht sei, wie von außen dargestellt, vielleicht ein wenig mit Zweifeln begegnet werden müsste. Und dazu passen ja wiederum auch jetzt die jüngsten Entwicklungen und vor allem auch Spekulationen im Fahrerlager. Und gerade auch über die berichtet nämlich Auto, Motor und Sport. Und da heißt es nämlich in dem Bericht, dass es vor allem Christian Horner selbst sein soll, der für große interne Spannungen sorgt. Und da dreht es sich nicht nur um die persönliche Assistentin, die mittlerweile ja suspendiert sein soll, um Fiona Havidson. Nein, es geht auch noch weiter. Und zwar brodelt es ordentlich hinter den Kulissen und vor allem Chefdesigner Adrian Newey soll mit der aktuellen Stimmung und Situation alles andere als zufrieden sein. Und angeblich, so schreibt das Auto, Motor und Sport, will Christian Horner Adrian Newey höchstpersönlich aus dem Formel 1 Team werfen. Und so soll laut eben Auto, Motor und Sport
Horner den Plan verfolgen, Adrian Newey aus, Zitat, Budget-Cap-Gründen komplett in das Hypercar-Projekt RB17 abschieben. Was wäre das tatsächlich für eine Vorstellung? Der Design-Guru wird von Red Bull einfach mal in ein doch relativ bedeutungsloses Projekt abgeschoben, obwohl das Team Adrian Newey in den letzten Jahren enorm viel zu verdanken hat. Man mag sich kaum vorstellen, was das, wenn es soweit käme, intern auslösen würde, aber vor allem auch in der Öffentlichkeit auslösen würde. Und das würden vor allem all die zahlreichen Red Bull-Fans darüber denken. Wahrscheinlich nichts Gutes. Die Sportbild zum Beispiel, die berichtet heute, also am heutigen Mittwoch, auch darüber, dass Christian Horner, ja auch er, hier wieder mal das Thema, Adrian Newey zuletzt Stück für Stück an Einfluss entzogen haben soll. Und gerade aus den Gründen soll das Verhältnis zwischen Horner und Newey ja doch ziemlich stark abgekühlt sein. Allerdings gibt es da in dem Artikel der Sportbild dazu keine weiteren Einzelheiten. Ja, die anderen Teams, die können sich da möglicherweise freuen. Und Newey, der hat sich in der Vergangenheit schon mal mit Alternativen befasst und tut es eben auch jetzt. Übereinstimmenden Medien zufolge soll vor allem auch McLaren mal bei Adrian Newey angeklopft haben und sich mal vorsichtig herangetastet haben, ob da vielleicht eine Möglichkeit bestünde, ihn zu verpflichten. Aber wir wissen ja auch von Mercedes-Teamchef Toto Wolff, dass der natürlich auch eine Verpflichtung von Adrian Newey alles andere als kategorisch ausschließen würde, hatte eben jüngst im OE24-Interview, wie schon auch bei der Frage, ob er sich eine Verpflichtung von Max Verstappen vorstellen könne, ja auch hier wieder geantwortet, dass alles möglich sei. Und es ist noch nicht so lange her, da sprach Adrian Newey selber auch über seine Karriere und vor allem ging dann auch so ein bisschen in die letzten Jahre zurück, wurde eben auch gefragt, mit welchen Fahrern und welchem Team er gerne mal zusammengearbeitet hätte. Und das sagte er eben im Beyond the Grid Podcast und da hieß es von ihm, mit Fernando Alonso oder Lewis Hamilton zu arbeiten wäre fantastisch gewesen, aber es hat sich einfach nie ergeben. Ja, das könnte sich womöglich ja auch noch ändern. Und dreimal hatte Adrian Newey tatsächlich die Chance, zu Ferrari zu wechseln, zuletzt im Jahre 2014, also vor 10 Jahren. Und dazu sagte Adrian Newey, vor allem 1993 war sehr verführerisch. Sean Todd hat gerade angefangen und man stand vor der Entscheidung, ob Michael Schumacher verpflichtet werden sollte. Wie wir heute natürlich wissen, Adrian Newey, der entschied sich dagegen und konnte eben dann also seine Dienste von oder in das Red Bull-Team stecken. Allerdings ist Adrian Newey nicht die einzige Personalie, die momentan zur Diskussion steht und die Horner gerne weghaben möchte. Nein, es gibt einige andere im Team, die vor einem Wechsel zu Ferrari stehen könnten. Und das könnte vor allem bei der Anzahl und auch um die konkreten Personen tatsächlich zu einer deutlichen Schwächung der Bullen führen. Und so schreibt nämlich die italienische Zeitung, die Gazzetta dello Sport, dass Alessandro Germini als Teamleiter der Aerodynamikentwicklung, Enrico Balbo als Leiter der Aerodynamik, dann haben wir auch noch Pierre Watcher als technischer Direktor von Red Bull, David Morgan als Aerodynamikentwickler und Ben Waterhouse als Head of Performance allesamt vor einem Wechsel zur Scuderia Ferrari stehen. Und das sind natürlich wichtige Stützen, denn natürlich ist auch klar, Adrian Newey ist nicht der Einzige, der bei Red Bull für den großen Erfolg aktuell, aber auch in den zurückliegenden Jahren verantwortlich ist. Dazu gehören natürlich auch viel mehr Personen. Und jetzt stehen eben tatsächlich 5 vor einem Wechsel zu Ferrari. Und sollte es dann tatsächlich so weit kommen, dann würde Ferrari gestärkt und Red Bull auf der anderen Seite doch enorm geschwächt werden. Wenn dann auch noch im Zuge dessen Adrian Newey tatsächlich Red Bull verlassen würde, weil er sagt, ich lasse mich doch nicht da in irgend so ein Projekt da abschieben, in das Hypercar-Projekt RB17, dann gehe ich lieber und dann gehe ich zu den Teams oder zu dem Team, das meine Leistungen auch zu würdigen weiß, dann wäre das wieder ein weiteres Plus auf der Habenseite von Ferrari und ein deutliches
Minus auf der Seite von Red Bull. Man merkt, der Druck, er wird immer größer, eben auch intern, da rumort es kräftig. Und die Frage ist wirklich, wie viel, ja, ab welchem Punkt dann auch die Thailänder sagen, okay, jetzt ist der Punkt erreicht, jetzt können wir nicht mehr an der Seite von Christian Horner stehen. Wir müssen jetzt wirklich mal im Sinne von Red Bull handeln, von Red Bull Racing. Und wir können nicht die ganze Zeit eine Person stützen, aber links rum und rechts herum und hinten und vorne, da krachen uns die Leute allesamt weg. Wir möchten nochmal daran erinnern, Helmut Marko, der stand ja auch kurz davor hinzuschmeißen. Gibt übrigens auch Berichte, die besagen, schon vor diesem Horner-Gate wolle Helmut Marko oder wollte er vielmehr hinschmeißen, hat es dann aber doch nicht getan. Aber wir wissen, letztes Wochenende in Jeddah, da stand es kurz bevor. Und das überraschte dann wirklich die ganze Formel-1-Nation, dass es wirklich so diese Worte, die man von Helmut Marko eigentlich gar nicht gewöhnt war, dann auf einmal gab und er auf einmal ziemlich ratlos wirkte, also gar nicht so rede- oder redselig und so auch gekonnt, wie man sonst von ihm kennt. Und dann extra Oliver Minzlaff, der CEO von Red Bull, dann nach Saudi-Arabien einflog, um da ein Gespräch mit Helmut Marko zu führen. Das gab es dann ja auch und Helmut Marko hatte ja dann tags darauf erklärt, das Gespräch war gut, er mache weiter. Allerdings die Frage ist nur, zu welchen Bedingungen. Hat Helmut Marko vielleicht auch deutlich hervorgehoben, ich bleibe nur, wenn aber auf der anderen Seite Christian Horner geht. Denn eben das ist die neueste Meldung, die es seit Sonntagabend ja auch gibt. Darüber haben wir ja auch am Montag berichtet, dass nun Christian Horner vor einem Aus bei Red Bull stehen sollte, weil die Thailänder oder bei den Thailändern nun ein Umdenken stattgefunden habe. Darüber gibt es derweil noch nichts Neues, aber wenn jetzt nun auch der Star-Designer des Teams möglicherweise abgeschoben wird, ausgerechnet von jenem Mann, der ohnehin im Team nicht mehr sonderlich viel Rückhalt besitzt, dann könnte irgendwann wirklich die thailändische Seite sagen, okay, jetzt ist der Punkt erreicht, wo es einfach zu viel ist. Und auch wenn die österreichische Seite nur 49% der Anteile hat und die Thailänder 51%, so kann man natürlich weiterhin Druck ausüben. Und wenn man wirklich auch noch 5 weitere Ingenieure verliert an die Konkurrenz, die für das Team unter Umständen einen großen oder einen wichtigen Teil ausgemacht haben, dann wird irgendwann klar sein, dann wird dann auch den Thailändern nahegelegt werden, okay, passt auf, wir verlieren hier nach und nach Leute, die diesen Erfolg überhaupt ausmachen und das alles steht und fällt mit Christian Horner, dann, glaube ich, wird es auch für die thailändische Seite nicht mehr viel und lange zu überlegen geben, sondern im Sinne des Teams muss reagiert werden. Und auch Max Verstappen darf man ja auch nicht vergessen, der war ja auch kurz davor hinzuschmeißen, weil er sich ja auch klar und deutlich zu Helmut Marko bekannt hat und gesagt hat, wenn er nicht mehr in diesem Team ist, dann bleibe ich auch nicht hier. Und das hat natürlich Marko, der sehr imponiert und war auch dankbar darüber, über diese sehr unterstützenden Worte, aber eben auch klare und deutliche Worte jenen Fahrers, dem Red Bull auch viel zu verdanken hat, eben diesen Erfolg in den letzten Jahren. Und wenn dann ein Christian Horner daherkommt und sagt, keiner ist größer hier als das eigentliche Team und damit die Leistungen eines jeden Einzelnen schmälert, ja, dann glaube ich, bedarf es doch viel mehr als nur mahnende Worte, sondern vielleicht einfach auch mal einen Schlag auf den Tisch, um deutlich zu machen, wenn das so weitergeht, dann haben wir von diesem Erfolg schon bald nichts mehr. Wenn es natürlich Neuigkeiten in dieser Causa rund um Christian Horner, Helmut Marko, Adrian Newey und geht, dann erfahrt ihr das natürlich hier bei uns. Also natürlich gerne Daumen nach oben und abonnieren nicht vergessen. Gerne auch auf unserem WhatsApp-Kanal auf chair1.de/WhatsApp und dann verpasst ihr auch da natürlich nichts mehr. Und folgt uns gerne auch auf unseren zahlreichen Social-Media-Plattformen Facebook, Instagram, Threads, auch wenn wir da recht wenig machen und so weiter und so fort. Ihr findet das alles auf chair1.de. Bis zum nächsten Mal an dieser Stelle. Macht's gut und tschüss. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Neobet. Pro musst du sein. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Jackpot.de, das kostenlose Online-Casino ohne Echtgeld. Champ One zeigt's allen.